Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei CAN und natürlich zu einem nächsten Let's Play First Look. Wir gucken uns jetzt den Nova Tonk an. Tumbril Nova Tonk oder ganz offiziell, so wie es in der Produktbroschüre drinstehen würde, der Tumbril Nova Main Battle Tank. Denn das ist es jetzt eigentlich. Wir haben hier einen Hauptgefechtspanzer und wir haben hier erstmal drei Skins für euch sozusagen reingeladen und haben sozusagen erstmal geguckt, dass wir so ein paar davon darstellen können. So, und jetzt scroll ich mal zurück in meinen Helm und wie man sieht, sind wir hier auf Microtech. Ich muss mir gerade mal ein bisschen das Helmvisier hier freiwischen, sonst sieht man gar nichts. Oder ich nehme ihn einfach mal kurz ab, das ist auch die Idee. So, und damit haben wir sie hier. Also, was wir hier direkt vor uns haben, wäre in dem Fall die sogenannte Badlands Paint. Das ist eine relativ seltene, die gab es direkt mit dem Concierge-Verkauf von diesem ersten Concept Sale, als er wirklich noch ein reines Concept war. Und dazwischen gibt es aber noch mehr Paints. Wir haben links, wie hieß das Ding hier, Sodo? Wie hieß die? Amber irgendwas Paint, ne? Ja. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Und dann gibt es eben halt noch diese matte Stahlpanzerung, die wir hier haben. In die Rabinator und ich uns verliebt haben. Und sie gar nicht so shiny ist, wie sie aussieht, ne? Kann man nichts sehen. Ich hätte sie um einen shinier gedacht und hatte schon Angst, dass die wirklich so extrem glänzt, aber ja. Ich muss sagen, wie das Licht gerade hier drauf wirft, ich sehe nichts, was spiegelt gerade. Nee, das stimmt, das sieht man so eindeutig. Ja, also wir haben alle drei jetzt hier mal nebeneinander gestellt. Es gibt eben noch zwei weitere Farbvarianten, einmal die ursprüngliche Variante, das ist auch eine Camo-Paint. Und da gibt es noch eine Timberland, glaube ich, oder sowas, wie die genau, heißt. Wir haben ganz links, die wir uns gerade nicht einfielen, ist die Ember Storm Ember Paint. Storm, genau. Mhm. Dann haben wir die Gunmetal Paint, das ist die silberne, diese matt-silberne oder wie auch immer. Und dann gibt es die Timberline Paint. Naja, genau, richtig. So, und was wir schön sehen hier gerade im Vergleich, ganz links der Tonk hier, der hier vorne steht, der hat die Kanone gerade eingefahren. Das ist sozusagen so, ist er... wenn er nicht gefechtsfähig oder gefechtsbereit ist, zum besseren Verstauen des Fahrzeuges. Und die anderen beiden sind gefechtsbereit. Da seht ihr, das ist Rohr von dieser Kanone ausgefahren. Ja, und wenn ich mich recht entsinne, ist das eine Unique Gun. Das heißt, es gibt sie nur auf dem Nova Tonk. Und es ist Size 5, glaube ich, Sudo, oder? Mhm. Ja. Und man merkt. Und man merkt, genau. Ich werde jetzt mal mich hier aus der Kälte ins Innere begeben, weil hier draußen ist halt, naja, Microtech ist ganz schön kalt. Und man sieht also echter Tanzsaal hier drin. Hier können sicherlich noch ein paar Leute mit rein und im Zweifel evakuiert werden. Und was hat dir gerade so gut gefallen, Treist? Das Powerplant, ne? Ja, das ist so niedlich. Und es gibt drei davon. Die haben sie auch schon an unterschiedlichen Stellen im Panzer verteilt. Ja. Das Powerplant, der Schildgenerator da oben auch, wo man auch das Gefühl hat, der passt irgendwie in die Westentasche. Wir haben... Also unten drunter noch ein Cooler. Und ein Cooler, genau. Da unten ist noch der Cooler mit dran, richtig. Aber ich meine, muss man mal sagen, sehr schön zugänglich auch, ne? Ja. Also das, für einen Kampfpanzer. Das dritte von denen ist halt direkt hinterm Co-Piloten und da fehlt halt der Cooler, weil der hat nur zwei Cooler. Ah, okay, alles klar. Das wäre dann hier drüben. Ah ja, okay. Hm. Den hatte ich noch gar nicht gesehen, aber stimmt. Ja, und ansonsten haben wir hier hinten Weapon Racks, um natürlich entsprechend für die Besatzung oder auch Mitfahrer Waffen zur Verfügung zu stellen, die eingebaut werden können hier. Entsprechend die Blades und den CPU, würde ich jetzt mal schätzen, in der Mitte. Und dann haben wir hier Fahrer- und Beifahrersitz, beide sehr geräumig und natürlich den Gunner Seat. Und da sitzt der Sudo gerade. Genau. Ich darf mich mit den Waffen beschäftigen. Richtig. Und was am Anfang noch so ein bisschen fraglich war, du bleibst da auch sitzen. Also so ist der Engage. Du fährst nicht bis in den Turm hier hoch, ne? Ne, genau. Ich habe hier scheinbar irgendwie eine Art Remote Control. Ich brauche also nicht oben im Turm sitzen, sondern ich kann ihn dann von hier aus frei mit meinen Joysticks entsprechend kontrollieren. Genau. Du kannst auch, glaube ich, wenn du von draußen auf den Turm guckst und drunter ist eine Lampe und ich glaube eine Kamera daneben. Das müsste das Ding sein, was er drin über diese
genau. Zwei Sichtgläser sieht. Genau. Hier sieht man übrigens, ne, Secondary steht hier an der Seite. Hier steht Main, ne, für den Fahrzeugführer. Und dann haben wir hier den Gunner. Hier steht es auch nochmal an der Seite. Ist noch sozusagen nochmal für die ganz hellen Kerzen auf der Torte nochmal extra beschrieben. Aber auf jeden Fall ein echtes Gerät, ein wirklicher kleiner Koloss. Und man muss sagen, von seinem Aufbau her eben doch sehr nachempfunden, wie man das von den Tumbril Vehicles kennt. Also man sieht, das Cockpit hier ist sehr eindeutig, wie die anderen Tumbril auch aufgebaut sind. Und es ist eben nicht mehr das Allerneueste. Es ist ein Blueprint sozusagen, der über 300 Jahre alt ist von der Firma Tumbril und der dementsprechend... Ah, jetzt habe ich die Klappe aufgelassen. Das geht ja gar nicht. Ah, hast du zugemacht. Sehr schön, danke. Yep. ja, also ein über 300 Jahre alter Blueprint. Die Firma Tumbril war ja schon mal aktiv während der Messer-Ära und hat dann sozusagen dann nochmal... Oh, jetzt bin ich ausgestiegen, das wollte ich gar nicht. Und hat dann den Geschäftsbetrieb aufgegeben und hat diesen dann letztendlich wieder aufgenommen, als sie neu gegründet wurde. Und damit kamen dann eben auch neue bzw. alte Designs wieder zum Vorschein, wie zum Beispiel hier der Nova Tonk. Was man noch sagen kann, ist, die Raketen gehen noch nicht, ne? Genau, die Raketen-Racks, die wir hier oben beide haben, die sind noch nicht funktionsfähig. Zumindest haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie auch nur von irgendeinem der drei Sitze sie entsprechend aufzuschalten. Das hatten wir in einem Livestream schon versucht, auch mit Community-Unterstützung. Ansonsten die Repeater, das sind 227 Badger-Repeater. Die funktionieren allerdings schon. Mhm. Ebenso, und das habe ich gerade noch mal schnell einmal nachgeguckt, das ist, die Hauptbewaffnung ist von Hurston Dynamics und hat den schönen, passenden Namen Slayer Gun. Slayer Gun, genau, ja. Richtig. Ja, und die wollen wir natürlich jetzt mal kurz ausprobieren. Also von daher würde ich sagen, fahren wir ein Stück voraus und die anderen Besatzungen... Ich wundere, dieser Panzer fährt sich etwas rutschig aktuell. Genau. Ja. Und für alle, die im Turm sitzen, vielleicht noch eine wichtige Tastenbelegung in der Standardbelegung. Die Taste G stellt den Gyro-Mode ein, damit ich den Turm frei bewegen kann vom Fahrer. Was ich auch gerade sehe, ist, dass selbst die Geschütze oben, die vom Co-Piloten bedient werden können, auch noch nach vorne ins Slave bleiben gerade. Mhm. Ja, genau. Das heißt, ich kann hier meine Station einschalten und dann kann ich ebenfalls in den Remote-Turret. Ah doch, da. So. Jetzt bin ich auf jeden Fall, jetzt seht ihr, bin ich im Endeffekt die Anti-Personen-Waffe. Oder Anti-Bike. Oder Anti-Bike oder sowas, genau. Neben der Main-Battle-Cannon, die Sudo jetzt hier unter mir steuert, bin ich jetzt hier sozusagen die beiden. Was sind das, Badger Repeater? Genau. Ja, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Bei Badger. Ja, und dann, also sieht man auch hier sehr schön, mit eingeschaltetem Gyro-Mode ist es mir völlig egal, wohin das Fahrzeug fährt, wohin der Hauptturm guckt. Ich kann jetzt hier fröhlich in die Gegend holzen. Ja, und jetzt können wir ja nochmal erklären, du kannst ja mal das Hauptgeschütz ein bisschen abfeuern. Dann können wir nämlich gleich nochmal ein bisschen erklären, warum das Ding auch gerne One-Shot-Cannon heißt in der Oxassist-Community. Also ich glaube, an den Bäumen da vorne zeigt sie sehr deutlich, was sie kann. Mhm. Wir haben natürlich hier, es ist ballistische Munition. Mhm. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Schuss. Aber dadurch, dass sie ballistisch ist, schlägt sie entsprechend durch Schilde durch und macht einen direkten Höhenschaden. Und das ist so deutlich, als dass wir sagen können, jedes Fahrzeug, das es aktuell gibt, jedes Bodenfahrzeug, auch ein anderer Panzer, ist ein One-Shot. Mhm. Bei größeren Schiffen, also auch Jäger und Co., kann man durchaus, wenn es die kleineren sind, mit einem Schuss zerstören. Bei größeren braucht man so 3 bis 4, aber dann kriegt man auch größere. Wir haben es im Livestream getestet mit einer Carrick.
Da haben wir mit dem Nova entsprechend draufgeschossen. Nach zwei Treffern gab es Engine-Fluktuationen, was dazu geführt hat, dass sie ganz langsam abgesunken ist und dann wie ein toter Wal am Trockenen lag. Mhm. Auf dem Rücken. Genau, auf dem Rücken. Genau. Gibt es eine todesmutige Stunt-Person, die sich in einem, die sich jetzt zur Verfügung stellt? Guck mal, da kommt eine. Aber warte, lass mich erst aussteigen. Bist du in der Nomad drin? Nee. Nee, okay, gut, die meinen wir gerade. Okay. Hi. Bye. Bye. Warum macht es eigentlich so einen Spaß, wenn alles explodiert? Weil wir Crash Crew heißen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kommt noch eine MSR hinterher. Lass mich mal aussteigen. Bin noch nicht hier verortet. Ach so, ja, das ist gut. Ich habe noch meinen Snack in der Hand, den ich vorhin gegessen habe. Also, nur jetzt, um es nochmal zu sagen, das war eben eine ganz nagelneue und voll funktionsfähige Nomad, ne? Mhm. Ja. Mit Schilde und allem. Ja. Ja, okay, boom, weg. Wir können ja mal noch drüber sprechen, was er selber, sag mal, Verteidigung hat. Hilft ja, stimmt. Nicht unbedingt gegen selber Kanonen, aber er hat halt drei Size 0 Schilde. Mhm. Und dann hat er halt auch Countermeasures. Sieht man hier oben am Turm, ja. Genau. Und allgemein vielleicht noch als Hinweis, der einzige Knackpunkt, das einzige, wo ich sage, da könnte CIG noch ein bisschen besser werden, ist, dass ich gerne ein akustisches Feedback hätte, wann die Waffe wieder nachgeladen ist. Mhm. Weil man kann entsprechend kein Dauerfeuer vornehmen, weil sie halt ballistische Munition verschießt und dementsprechend nachgeladen werden muss. Ja. Und wir haben aktuell kein Feedback darüber, wann das der Fall ist. Ja, genau. Ich könnte auch nochmal meine Titan dann abballern. Ja, vielleicht fährt Rabbi mal wieder rüber. Genau, würde auch sagen. Bin ich bei euch mit drin. Und fahren mal am Wrack vorbei. Ach, schade. Jetzt ist gerade bei mir gerade dieses Moment. Ja, bei mir auch gerade diesen Moment. Was man natürlich bei dem Panzer noch denken muss. Hui! Das Rohr kann einen natürlich auch hindern, wenn man zur Seite guckt. Das ist physikalisch, das heißt, das lenkt einen auch zur Seite. Das hängt dann auch gerne mal einfach irgendwo in einem Baum fest. Mhm. Kann einen natürlich aber auch hochhelfen. Slide! Mit dem Commander Squall. Oh je. Will der leben oder will der sterben? Versuch mich doch zu treffen. Ich glaube, das war eine Challenge, Sudo. Ich glaube auch, aber auf 1,5 Kilometer wird er nichts. Ich komme ja wieder zurück. Und wenn Rami hier mal ein bisschen an den Bäumen wegfährt, dann... Ah, doch schon. Wirkeschild ausgefallen. Das... Oh, ja, ich, Das war ich? Ja. Ja, das war die Battery Bill. Ja, das war ich! Ich habe direkt die Schilde weggeschossen. Ja, stimmt, du hast ihm die Schilde... Und dementsprechend... Ja. Size 2 Badger. Nice! Ihr seht schon, Leute, warum überall bei allen möglichen Content-Creator-Kollegen von uns Panzerschlachten auftauchen. Mhm. Es macht einfach Mordslaune und gerade während der Invictus Week hat man ja die Möglichkeit, sie sich zu mieten. Das werdet ihr auch noch machen können, wenn dieses Video draußen ist. Zumindest noch ein bisschen die Chance haben und es macht einfach tierisch Spaß. Kann man nicht anders sagen. Wenn du jetzt mal auf die linke Kette guckst, sieht man schön auch, wie die einzelnen Reifen... Ja, Sekunde. Ja, genau, ein neues Modell nämlich auch, haben sie auch nochmal dazu gesagt. Kettenfahrzeug jetzt als neues Bewegungsmodell für Fahrzeuge wurde mit dem Nova Tonk erschaffen. Bedeutet also, auch in Zukunft weitere Kettenfahrzeuge sind durchaus möglich. Er fährt sich zwar aktuell noch sehr rutschig, ja. Aber ich finde, diese Ketten, die helfen einem bei manchen Steinen sehr gut. Das stimmt allerdings, ja. Sehr richtig. Ich habe da vorne noch eine M2 stehen, mit Schilden, die an sind. Okay. Ich dachte, du wolltest da drin parken. Ach. Soll ich die eben in die Luft bewegen, Sudo?
Nö, alles gut. Das machen wir mal im Stand. Ich wollte gerade sagen, Schilde an sind Schilde an, ob das Ding nun fliegt oder nicht. Genau. Gucken wir uns das mal an. Alle bereit? Hau rein! Dann... Eins. Oh, das glühende Eis ist auch böse. Zwei. Ich weiß nicht, ob man es jetzt von hier aus so sieht. Der Effekt, der auf der Hülle ist, der ist auch so schön. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal ranfahren. Ich schieße noch mal einmal auf den... Oh ja. Dann sieht man da so schöne... Krater. Oh ja, eindeutig. Oh, der war gut. Meine Herren. Aber ich meine, renitent, das Ding. Ja. Also die M2 hat schon... Was das für Löcher macht. Man sieht eindeutig sie. Oh, da hinten. Jetzt ist das Heckleitwerk ist weggeflogen. Ja. Man sieht eindeutig die durch. Ja. Und was man noch sagen kann, 40 Schuss sind, ne, im Hauptgeschütz drin. Genau. Ja. Oh, und jetzt ist das. Jetzt sind die von den Waffen auf der anderen Seite hin. Also die Carrack hält deutlich weniger aus. Ja. Wobei man sagen muss, die Carrack war ja auch dann erst später ganz zerstört. Du hattest sie ja erstmal manövrierunfähig geschossen. Genau. Erstmal zwei, dreimal auf die Kiefer gehalten, Alter. Aber man sieht auch hier im Nachhall der Explosion sieht man den Schildeffekt auch sehr schön noch. Ja, oh, jawohl. Und jetzt ist sie. Jetzt hat sie es. Aber ach. Wahnsinn, guck mal jetzt die Löcher, die jetzt noch. Oh, oh, Vorsicht! Wrack! Au! Rabbi! Ihr seid in einem Panzer, das sollte euch nicht wehtun. Ja, ich das war ein Reflexdreis. Das okay. War die Rache der M2. Die wollten uns für Solo zurück. Mhm, genau. Also, wunderbar. Wir haben viel zerschossen und ihr könnt euch vorstellen, Gefechte dieser Art machen besonders Spaß, auch wenn man sieht, gerade in den Bildern von hier oben hat man schön gesehen, wie der andere Panzer entsprechend feuert. Und willst du irgendwo reinfahren? Ja, genau, okay. Genau. Hilfe! So. Ich weiß, warum da vorne die Delle oben drin ist? Jetzt hat sie nur hochgeguckt. Oh. Ich hab gar nicht hochgeguckt. Nee, das war die... Ich hab den Gyro-Mode an, das ist das Problem. Ja, das ist übrigens ein gern genommener Fehler noch, schade. Denn die Starfarer verrückt sich leider manchmal, wenn du kannst mal nach links gucken. Ja. Genau. Ja, wie man einen Tonk wieder aufrichtet, wenn er umgekippt ist. So, zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Machen wir es einfach, wir ziehen einfach das Rohr ein. Ja. Kann man übrigens machen, indem man bei den Items die Waffe deaktiviert, also die Slayer Cannon, dann fährt das Rohr sich automatisch ein. Nur dann hat halt auch Sudo keinen Job mehr. Das Problem ist nur, da er jetzt im Sitz sitzt, hat er die volle Kontrolle drüber. Ach so, okay. Also er muss abwenden zu machen. Vorsicht, runter das Ding. Sonst kommen wir nicht rein. Genau. Jetzt haben wir es geschafft. So. Naja. Alles noch nicht perfekt, aber es ist ein Riesenfetz und ein Riesenspaß. Mhm. Und insbesondere dieses Fahrzeug ist wirklich der Effekt, der da mitkommt, wie ich sagte, als ich hier die ersten Male mit rumgecruised bin, einfach mal mit einem Panzer durch Star Citizen fahren. Großartig. Und Raumschiffe vom Himmel holen können. Und Raumschiffe vom Himmel schießen, ja, es macht großen Spaß. Wir haben ihn ein bisschen kaputt gemacht, aber dafür haben wir auch viel kaputt gemacht. Und das war auf jeden Fall unser First Look vom Tonk mit ein bisschen Ballern natürlich und natürlich auch mit ein bisschen Chaos, wie es bei uns dazugehört. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt natürlich up to date, wenn es weitere Neuigkeiten gibt
Da kommt schon der nächste, der Wurzel kommt rumgefahren. Und wir werden weiter für euch die Entwicklung verfolgen und dann natürlich auch mal sehen, wie wir das Ganze hier zusammen mal mit ein bisschen Missionshintergrund oder Let's Play-Ideen einsetzen können. Also dann, macht's gut. Denkt daran, uns ein Abo zu schenken, uns einen Kommentar hinzuschreiben oder die Episode zu liken. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. See you on the Flight Deck und ciao, ciao. Ciao. Ja. Ciao.